Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Paraworld. Heute beginnen wir Mission 7, der Wassertempel und die erste Mission, von der ich überhaupt gar nichts kenne. Also, ich würde sagen, ja, 10.000 Punkte haben wir. Und ja, starten wir mal die Mission. Es ist die Frage, was wollen wir? Okay, wir wollen nur den Erzdruiden, weil alles andere können wir gar nicht. Aber immerhin können wir ihn auf Stufe 2 bringen, heilt sich selbst und alliierte Einheiten. Ja, würde ich sagen, passt das so. Und wir... Achso, Moment. Könnten wir rein theoretisch, wenn wir hier den hier machen... Ja, nur hier ist alles auf 0, also es könnte sein, dass wir das gar nicht gut brauchen. Ich mach das mal so. Und Ende. Los geht's. Mit einem weiteren Tagebucheintrag. Bin schon gespannt. Sind wir auserwählt? Ich fühle mich nicht besonders auserwählt. Andererseits, vielleicht geht das anderen Auserwählten ja auch so. Was soll man schon von so einer Prophezeiung halten? Das ist wahrscheinlich wie mit einem Horoskop. Wenn man dran glaubt, dann passt es schon. Wenn nicht, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Was immer dran sein mag, am besten wir tun, was man von uns erwartet. Wo sollte sich sonst ein Hinweis finden, wie wir wieder nach Hause kommen, wenn nicht in der verbotenen Bibliothek? Wer weiß, was wir noch dort finden. Es gibt hier einen Baum, den die Eingeborenen Baum der Erkenntnis nennen. Vielleicht ist es ja nur ein Zufall, aber ich habe mir fest vorgenommen, mich vor unserer Heimkehr, falls wir heimkehren, mit den Schöpfungsmythen diesseits der Tore eingehend zu beschäftigen. Na, fantastisch. Hinter uns Piraten und vor uns Wüste. Das war nicht immer Wüste. Es gab hier mal Wasser im Überfluss. Wie kommst du darauf? Dort drüben, das ist ein ausgetrockneter Flusslauf. Würde interessieren, wo er hinführt. Wir sollten ihm unbedingt folgen. Und zwar schnell. Unsere Verfolger werden uns nicht mehr viel Zeit lassen. Oh, ist das wieder eine Mission, die wir dann alleine... In manchen Situationen lohnt es sich eher, die Flucht zu ergreifen, statt einen aussichtslosen Kampf auszufechten. Okay, bin ich dafür. Verfolgungsjagd. Die Piraten haben sie über das Meer verfolgt und werden ihnen auch an Land nachsetzen. Der Gegner ist im Augenblick erheblich stärker als sie. Fliehen sie in die Wüste. Fliehen sie vor den Piraten. Ihre Helden müssen überleben. Los geht's! No, Alter, what the fuck sind das viele? Lauf! Oh, dammit. Ihr Penner. Schnell! Lauf! Kürzestmögliche Route. Oh, nein. Oh, shit. Sicher. Hier. Bringen Sie Cole... Was ist denn das? Ich dachte, wir hätten die Piraten endgültig besiegt. Naja, ein paar sind offensichtlich noch übrig. Ein paar? Ich nenne das eine Horde. Nicht reden, Freunde. Laufen! Ja. Wir müssen die Einheiten hierher bringen. Vorwärts! Oh, shit. Alter, das sind ja wir... Alter, da hätten wir ja wirklich überhaupt keine Chance. Wobei, Ich fliehe sicherheitshalber. Oh. Das war verdammt knapp. Ich wüsste nur zu gern, wem wir die Unterstützung zu verdanken haben. Alter Schwede, das Labor eines Wahnsinnigen. Oder die Werkstatt eines Genies. Mach das mal besser aus. Aber warum denn? Mögen Sie keinen Kaffee? Sie sind... Genau in der richtigen Stimmung für ein Tässchen.
Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen, Nikolai? Eine Organisation namens FIS bot mir ein Forschungsprojekt an. Ich sollte eine Maschine konstruieren, die Tore zwischen den Welten öffnet, wann und wo immer man will. Schließlich gelang es mir. Und Jarvis Babbitt und ich feierten bis tief in die Nacht. Und er verriet mir seine Pläne. Er wollte diese Welt erobern. Er wollte sie für sich und die Seas ganz allein. Mit all ihren Bodenschätzen, Arbeitskräften, Kulturen und Wundern. Die Reichtümer dieser Dimension würden ihnen in unserer Heimatwelt mehr Macht und Einfluss verschaffen. Und die Errungenschaften unserer Zivilisation würden ihnen die Herrschaft über diese Welt sichern. In meiner Wut vernichtete ich meine Unterlagen und zerstörte die Maschine. Dafür schickten mich die Seas in die Verbannung. Haben Sie denn nie versucht, die Maschine noch einmal zu bauen? Ja, natürlich habe ich das. Das Einzige, was ihr fehlt, ist Strom. Aber hier gibt es nicht einmal Blitze. Warum kommst du nicht mit uns, Nikolai? Du hilfst uns dabei, die Wüste zu bewässern, und wir bringen dich nach Hause. Na schön. Einverstanden. Aber es wird nicht einfach. Die Wüstenreiter stauen den Fluss oben am Tempel und der ist gut befestigt. Ich habe gerade noch genug für meinen Kaffee. Ach, kein Thema, Meister. Darum kümmern wir uns als nächstes. Okay, also... Oh, das tut mir leid. Der Wassertempel. Verfolgungsjagd abgeschlossen. Der Wassertempel. Also finden Sie einen Weg in die Stadt der Wüstenreiter. Dort angekommen wird Taslow den Wassertempel sabotieren und so die Prophezeiung wahrmachen. Dringen Sie mit Cole, Sina, Bela und Taslow bis in den Wassertempel vor. Ich stehe in eurer Schuld. Okay. Ich will euch helfen. In mir wächst Zufall. Moment, was kann Tesla? Allzeit bereit. Ja, Nikolai, dachte nicht Tesla. Taslow. Hilfe! Oh. Bitte helft uns! Monster! Galimimi! Eine ganze Horde! Beinahe hätten sie uns zerfleischt! Sie waren riesig! Eine Galimimus-Herde hier in der Nähe? Wir müssen sofort ihr Nest finden und sie ausschalten, bevor sie wirklich einen Schaden anrichtet. Packen wir es an. Schon unterwegs. Nein! Aber ja. Sehen wir weiter? Arbeit? Packen wir es an! Arbeit? 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 Okay. Arbeit? Ja? Lasst uns kämpfen! Okay, ja. Sicher. Würde ich sagen. Arbeit? Alimimus. Packen wir es an. Bin ich gut? Schon unterwegs. Okay. Ich bin dabei. Okay, ich bin gerade so ein bisschen überfordert mit viel neuem Stuff. Wo kamen die auf einmal her? Wie aus dem Nichts? Egal. Ich glaube, sie sind dem Flusslauf gefolgt bis direkt vor unserer Haustür. Was für ein Spaß. Sterb. Der Verteidigungspost. Moment, Neuchwest. Ungezieferjagd. Galimimus-Herde bedroht Taslows Arbeiter. Okay, finden Sie und vernichten Sie alle Galimimi und der Nest. Das alle haben wir, aber das Nest noch nicht. Zerstören Sie das Militärlager der feindlichen Wüstenreiter. Okay. I have no idea im Moment. Lasst uns kämpfen. Sagen das Argument. So. Oh, er ist also auch ein Fernkämpfer. Okay, wir schauen uns gleich an, was er zu tun hat. Was ist zu tun? Erstmal leveln wir Cole auf. Aber ja. Also, baut sehr schnell Gebäude, erhöht die Baugeschwindigkeit, Fahrzeuge zerstören. Oh. Nordvolker Jetpack, Krieger, Wüstenreiter, Taslow-Turm und Drachenclan Giftfalle. Spieler erhält Ressourcen für zerstörte gegnerische Gebäude. Okay, also Level 5 ist von ihm, glaube ich, nicht so der Hammer, aber Level 2 so die Baugeschwindigkeit erhöhen. Mhm. Wie viel Was Damage macht er? Oh, er macht. Ah, wobei er hat Gift-Damage, oder? Ist das Gift-Damage? Ist nicht fair. Rüstung durchdringen, oh. Wow, okay. Oh, Moment. Hä, nicht alle gleichzeitig Nahrung. Ein paar von euch sollten noch Holz und Stein machen.
Und eine Knochenpalisade. Okay, wo... Oh, what the fuck? Hier sind ja 100 Millionen Raptoren. Okay, gibt's eine andere, einen anderen Weg irgendwo hin? Ja, hier links rum. Wobei, hier, doch hier links rum. Ich weiß halt nicht. Was ist denn hier am An? Hier nochmal. Hier blinkt doch irgendwas auf der Minimap. Oder ich habe keine Ahnung was. Hm. Hier hinten wird das wahrscheinlich sein, oder? Kein blassen Schimmer. Macht aber auch nichts. Hier. Keine Ahnung, vielleicht wenn wir nochmal zurücklaufen. Oh! Oh, das schaut doch aus wie ein Wassertempel, oder? Der ist gigantisch und ich habe ihn übersehen. Aber okay, Ungeziefer, ach so, nee, zerstören sie Militärlager. Ach so, nee, es sind alles Wüstenreiter. Das heißt, die Piraten sind inzwischen vollkommen wurscht. Das heißt, ich muss hier das Tor zum Wassertempel zerstören, oder was? Oder? Wassertempel, dringen Sie in den Wassertempel vor. Es gibt mehr als einen Weg zum Ziel. Im Norden hat Tasla ein paar Angestellte, die sich um Nahrung kümmern. Sie werden Ihnen beim Aufbau einer Armee behilflich sein, okay. Das heißt, wir kommen entweder über hier... Hier über die Raptoren, okay. Oder wir kommen über hier und damit über hier. Nee. Hier, nein, auch nicht. Hä? Wo, hä? Moment, wo ist da was? Hier. Wie kommt man denn hier in den Norden? Ja, hier, ganz außen rum. Aber über die Raptoren müssen wir so oder so. Okay. Alles klar. Gut, dann... Ich habe eine Idee. Ah, Moment, du kannst gar nichts bauen? Bauen. Ach so, nee, du kannst alles bauen. Das ist ja schön. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal eine Knochenpalisade. So ein bisschen Lager einzäunen. Boah, ist das laut. What the fuck? Und dann... Kann losgehen. Ressourcen werden schnell abgebaut. Machen wir das mal. Beziehungsweise bauen wir zuerst mal vielleicht eine Kaserne. Penner. Keine Ahnung, wo das Gallimimus-Nest ist, aber egal. Wie gesagt, erstmal eine Kaserne ist, glaube ich, wäre ganz nice. Aber wir müssen uns hier ein bisschen großräumiger durchsetzen. So zum Beispiel. Da kann einer der Nahrungsarbeiter mal ein bisschen helfen. Was gibt's? Vorwärts! Damit wir erstmal hier links uns ein bisschen absichern. Ich hoffe, hier von da kommt erstmal nichts. Was machen eigentlich diese Taslo-Türme? Und wo sind sie hier? Greift Gegner bei Sichtung an. Schadenswert und Reichweite kann alleinstehend oder naja, dient als Treppe auf begehbaren Mauern. Oh. Nur mit Statthalter möglich. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Kann nur von Taslo errichtet werden. Aber was macht der? Ah, okay, der macht Damage. Der macht viel Damage. Was ist das? Ich meine, wie viel macht ein normaler Turm? Ich glaube 50 und der macht 150. Ja, ist vielleicht eine Überlegung wert. Was gibt's zu tun? Raffiniert. So, dann bauen wir hier einen Turm. Packen wir es an. Und bilden vielleicht noch einen Arbeiter oder zwei aus, weil man kann nie genug Arbeiter haben. Gerade in der Anfangsphase. Wie gesagt, ich kenne die Mission nicht, also wenn da gleich 10 Millionen Typis vor mir stehen, bin ich so ein bisschen gefickt, aber ich hoffe einfach mal, dass wir nicht... Ja. Oh, dammit, da sind sie. Alles ist oh, dammit. Was gibt's zu tun? Gut gemacht. Oh, dammit. Geht klar. Ich hab da eine Idee. Oh, fuck. Ich bin dabei. Sicher. Los geht's.
Lauf! Ja? Kein Problem. Warum machen wir eigentlich nicht hier Stuff? Achso, weil hier keine Ressourcen sind, wirklich. Ah, das ist natürlich blöd. Egal. Alle machen mal Holz Arbeit. Und Stein. Arbeit. Also damit meine ich alle. Hm? Außer dir. Aber ja. Weil du hilfst jetzt gleich nochmal mit Turm und hier eine Knochenpalisade. Ach, die sind... Alles gut. Was gibt's zu tun? Ihr seid solche Penner. Ich spüre die Kraft. Kommt. Stets bereit. Gott. Nächste Aufgabe. Ihr miesen Arschlöcher. Okay, hier ist aber sonst eigentlich ein Valley. Also... Oh, hier. Nee. Ja, hier ist dann halt eine Mauer ganz nice, glaube ich. Was gibt's? Ich hoffe mal, hier kommt erstmal nichts. Das hört sich gut an. Und dann schauen wir erstmal, ob wir hier eine halbwegs eine vernünftige Mauer hinbauen können. Vor allen Dingen eine. Genau hier, so auf die Richtung. Ich habe da eine Idee. Nur nicht, dass die. Halt! Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich gebe euch eine Minute Zeit, unser Gebiet zu verlassen. Danach lassen wir die Waffen sprechen. Ich stehe in eurer Schuld. Ha! Holy fuck! Ich bin dabei. Hallo Saurus. Lasst uns kämpfen. Aufsteigen, Tier bändigen. Träum süß. Tier bändigen. Los, stirb. Geht's los? Und? Das wird's so. Tun. Gut, wir haben einen Arbeiter verloren, macht nichts. Gehen wir weiter? Wir können einen weiteren ersetzen. Problem. Alles gemacht. Geht klar. Stets bereit. Arbeiter ist hier. Was gibt's? Oh, dammit, nein. Ja? Wart mal. Ja. Geht's los? Okay, du greifst uns nicht an. Das finde ich sehr nice von dir. Kein Problem. Sehr sozial. Okay, hier kommen die nicht runter, also... Ja, hier. Genau. Was? Und du hilfst? Beziehungsweise du baust hier ein Tor rein, ich hoffe ja. Ja, bitte. Ich mach das schon. Genau. Ich bin dabei. So. Los geht's. Dann bauen wir hier noch gleich einen Turm auch mit rein, sobald hier alles steht. Und dann, ja. Ihr kommt's mal hier rein, einfach sicherheitshalber, und dann bauen wir hier weiter. Genau, und dann bauen wir gleich eine Kaserne und dann sollte alles passen. Taslo baut hier den Turm und du baust hier irgendwo eine Kaserne. Kaserne. Schwimmender Hafen werden wir höchstwahrscheinlich hier nicht brauchen, weil... Ich meine, es geht zwar um einen Wassertempel, aber ich meine, wir sind in der Wüste. Das ist ja eigentlich der Grund, warum hier ein Wassertempel überhaupt steht. Aber der schaut irgendwie imposant und geil aus. Das finde ich cool. Jetzt würde ich mich gern daran erinnern, wie man die Kamera dreht, aber I have no idea. Und danach baust du auch eine kleine Tierfarm, damit wir noch einen weiteren Rohstoffsammler ausbilden können. Also erstmal die Kaserne fertig bauen, bitte. Bist nicht Taslo, du kannst nicht so schnell scheinbar. Gut, erstmal ein paar Speerwerfer. Also erstmal so zwei, drei Speerwerfer. Achso, wir haben keine... Können wir sie auf Stufe 3? Ja, wir können sie schon erweitern. Finde ich gut. Speerwerferin bereit. Achso, okay. Ich musste auch kurz warten. So, wer verscheißt jetzt hier? Hey, warum seid ihr denn drinnen? Aber ja. Ach so, der hat hier die Dinge nicht fertig. Oh, das ist das blöd. Boom, Baby. Nächste Aufgabe. Ich mag das. Erstmal dich. Dann dich. Endlich Action.
Endlich! Jetzt Action! Okay. Da war die Mauer nicht fertig. Sterb doch mal. Ich habe noch keine große Armee, da braucht es noch ein bisschen, bis die verrecken. Arbeit. Gut, warum machst du nichts? Achso. Ja? Du machst... Das Gebiet. Ja, keine Ahnung. Nahrung ist mir prinzipiell erstmal wurscht. Oh, der Druide ist fast down. Die Kraft. Das ist nice. Das meine ich sehr ironisch. So, ich glaube, wir haben noch nicht... Ja, wir haben nicht genug für einen Turm. Wobei, wir haben... Ne, wir haben 3, 3, 2. Also 3 Holz, 3 Stein und 2 Nahrungsbauern. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal so ein bisschen warten. Alles ist ich level euch alle mal ein bisschen auf, weil vielleicht ist diese Maschine zerstören vom Taslo ja vielleicht wirklich nicht so dämlich, aber... Wir bereit. Vorwärts. Gehen wir weiter? Schon unterwegs. Oh, klein Kanivornist. Ich will kämpfen. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. So, oh, hier sind auch noch Steine. Aber hier ist dann auch noch Steine und ein bisschen Holz. Ja. Und vor allen Dingen Speer wird angegriffen. Ja, yeah, nur ein toter Gallimimus ist ein guter Gallimimus. Tja, dann zurück an die Arbeit. Extra für dich. Schlaf schön. Genau, einschlafen. Oh, der ist fast verreckt dadurch. Was gibt's zu tun? Ja, der wacht nicht mehr auf. Wo ist denn hier das Allosaurus-Nest? Oder ist hier überhaupt gar kein Allosaurus-Nest? Das hört sich gut an. Wobei, na klar ist hier irgendwo ein Allosaurus-Nest. Hört sich gut an. Irgendwie ein Nest von fleischfressenden Sauriern oder so. Das hört sich gut an. Der kam von hier unten oder von hier drüben? Das hört sich Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Hier ist zumindest mal ein Turm und eine, ich hoffe inzwischen, vollständige Mauer. Ja, hier kann ich nirgendwo mehr platzieren. Okay. Ich spüre die Kraft. Oder ist hier kein Nest? Ich glaube, Allosaurier und so ganz starke Viecher haben kein Nest. Ich glaube, die laufen einfach irgendwo herum. Ah doch, hier ist ein Allosaurier-Nest. Wobei, da warten wir lieber hier und sobald wir eine stärkere Armee haben, splitten wir sie ab und töten hier. Ich glaube, das ist ein bisschen besser als... Wir bereit. ...als das, was ich da gerade machen wollte. So, so, so. Okay. Alles klar, 52 haben wir schon, also 3, 4 große Zelte reichen scheinbar. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir gleich die mittlere Saurierfarm. Beziehungsweise wir bauen um. Und dann starten wir, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Gleich geht's aber. Gleich können wir in Epoche 3 aufsteigen. Und das machen wir natürlich auch. Neue Quest. Ach, die Ungezieferjagd ist fertig, okay. Oh, ist hier vielleicht der eine Außenposten? Der Typis. Ja gut, da gehen wir so rum und so rum. Ach, da gehen wir einfach durch unser Tor da raus. Okay, das ist auch cool. Ja, dann würde ich aber sagen, wie es hier weitergeht und ob die Mission tatsächlich so schwer wird, wie sie am Anfang ausgeschaut hat, das sage ich dann, beziehungsweise sage ich dann nicht, das sehen wir dann beim nächsten Mal, genauso wie wir in die nächste Zeit aufsteigen. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Paga World. Und bis dahin sage ich, tschüss Leute.